Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich werde heute noch ein bisschen versuchen, den Boss zu töten. So ungefähr die Hälfte des Let's Plays. Und danach werde ich mich auf die Suche nach der Puppe machen. Dann versuchen wir es mal. So. Ich habe ja mittlerweile schon so ein paar Tricks raus, wie man die ganz gut eigentlich kriegt. Zum Beispiel immer nach rechts ausweichen. Nur auf ihre Rage-Phase muss ich ein bisschen aufpassen. Weil die kenne ich noch nicht so gut. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie dann zwei Schwerter hat. Sie hat mich schon zweimal gut erwischt. Okay, so schlecht läuft es gerade auch trotzdem nicht. Nein, die... Wie habe ich das denn jetzt getroffen? So viele Versuche für einen Boss. Wobei ich den Dämonenboss immer noch schlimmer fand. Nur habe ich halt meine Noob-Taktik benutzt. Ich will immer noch wissen, wie die da hochgekommen sind. Oder nicht an dem vorbeirollen und mich nicht von ihm treffen lassen. Nein, nein, lass mich, gut. Auch nach rechts ausweichen ist dieser Griff noch gefährlich. Als ob man wenigstens überhaupt eine Chance, ihm auszuweichen. Ausdauer und... Ja, ich habe sie wirklich gut erwischt, diese Runde. Ja, wie oft dreht die sich jetzt? Alter, die hört ja gar nicht mehr auf. Geht doch. Ja, wenn man da einmal drinsteckt, ist man fort. Man blockt sich entweder, bis die Ausdauer weg ist und ist dann tot. Oder man versucht wegzukommen und wenn sie einmal einen anhittet, dann, naja, kommt man gar nicht mehr weg. Ah. Gott. Nein, ich möchte dich diesmal besiegen. Sie macht auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden mit normalen Angriffen. Auch wenn sie jetzt nicht mehr greifen kann, ist sie so gefährlicher, eindeutig. Und die greift auch viel öfters an. Und ich komme auch überhaupt nicht mehr so gut in sie ran. Oh. Ich glaube, sie ist immer noch nicht für mein Level geeignet. Sie macht einfach zu viel Schaden. Ich mache jetzt noch einen Versuch und dann mache ich mich auf die Suche nach der Puppe. So. Und ich habe sie damals schon versucht. Ziemlich lustig gewesen, wenn ich sie bei damals First Try geschafft hätte.
Nein. Okay, das war's. Ich such die Puppe. Ich bleib auch erstmal beim Ushigatana. Gefällt mir. So, dann, ich werde die dann erstmal ablegen. Falsche Klinge. Okay, die habe ich abgelegt und dann habe ich wie viel? Boah, ich habe noch ziemlich viel ungenutzte Gewichtseinheiten. Okay, Kopf scheine ich schon eins der besten zu haben. Das einzige. Stimmt dann das? Sieht kacke aus. Moment, das war's doch nicht. Das war's. So, hier kann ich mir aber bestimmt eine gute Verbesserung zulegen. Ah, so. Passt doch. So. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wo ich suchen soll. Sekunde. Ich bin gerade im Kopf woanders. Ja. Wo war noch mal dieses Gebiet mit den ganzen Geiern? Das war am ersten Sumpf. Das war Pharaons Feste. Abgrundschreiter da. Ich glaube hier. Pharaons Feste. Nein, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ja, hier bin ich. Ach, ich weiß schon, ich weiß, wo ich suche. Nein, doch, war richtig. Ich hatte irgendwie vergessen, dass da noch ein, dass der Weg zwischen Sumpf und dem hier so lang war. Mein Fehler. Hier war ich richtig. Keine Waffe. So. Gucke ich mich mal hier ein bisschen um. Hier habe ich mich sowieso noch nie richtig umgeguckt. Also sieht man, da schnappt da direkt ein Item liegen lassen. Beichtstein. Was ist denn das? Beichtstein. Da. Waffen durch Wirkung aufheben. Ach so, die war das. Alles klar. Weiter geht's. Ja. Die Suche nach der Puppe wird bestimmt ein interessanter Akt. So.
Da ist der Schreihals. Was haben wir denn hier? War ich da unten eigentlich schon? Ja, müsste ich eigentlich. Hey, ich gehe einfach mal hier runter. Distanzkampf wird benötigt. Für was denn? Hier war doch diese eine Olle da. Sonst war hier nichts mehr, oder? Ne. Scheinbare Wand auch nicht. Naja gut, in so einem Ort würde ich auch keine scheinbare Wand erwarten. Frau voraus. Toll. Oh, hier ist der Weg auf diese Brücke. Ah. Nicht der reguläre Weg. Dann habe ich denn da noch kein. Das Item noch nicht aufgehoben. Oh ja. Ist nicht der reguläre Weg. Es ist eigentlich nur ein Weg, um an dieses Item zu kommen, wie es aussieht. Dann mal weiter. Da ist was, da ist ein Vorsprung. Vorsicht vor unten. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kacke, kacke, kacke. Was machen hier Hundeprobleme? Nee, nee, muss ich. Gut. Foliant von Karim. Was haben wir denn hier gefunden? Das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Lehrdingens für. Ja, jetzt gedacht. Mornsring. Mornsring. Verstärkt Wunder, ja. Ich sag ja, dieses Spiel hat es viel stärker auf Wunder und so abgelegt als die anderen. Doof. Ach so, die Hunde. Aber richtig viel stärker. Das scheint dann wieder der reguläre Weg zu sein. Also gab es hier nur einen Ring und einen Foliant. Also hat es mir nichts gebracht. Das war ein nettes Versteck gewesen für so starke Sachen. Ich denke mal, die Sachen waren auch sehr stark. Für die jeweiligen Klassen jedenfalls. Gibt es hier noch was? Sieht nicht so aus. Okay, dann wären wir im ersten Sumpfteil. Das war schon ziemlich groß. Wer weiß, ob ich da nicht was übersehen habe. Sonst würde mir noch einen zweiten Sumpf. Da bin ich auch noch einen Teil nicht lang gegangen. Ah, ich hasse die Sümpfe. Ich glaube aber nicht, dass die hier ist. Oh Gott. Nerv mich nicht. So, weiter geht's. Hier sind ja diese Pilze. Ich schaue mich jetzt etwas genauer um. Aber ich versuche mich nicht zu lange aufzuhalten. Ah, diese Massenpilze. Also hier in der Ecke war ich auf jeden Fall schon. Köter schon wieder. Ach, nee. Oh, lass mich. Geht doch.
Okay. Ach, leider ist meine Orientierung zu schwach. Als dass ich immer gucken könnte, wo ich mal war und wo ich nicht war. Nee, nicht mit mir, Freundchen. Oh Gott. Stimmt ja, hier gab es ja zig Millionen von diesen blöden Viechern. Boah. Nerviger Haufen. Oh, jetzt verpisst euch, Arschlöcher. Ja, da hinten habe ich mich auch hier schön ausgiebig angeguckt. Da hinten sind dann diese blöden, hässlichen Viecher mit den Rädern auf dem Rücken. Dann wird es hier wohl nicht sein. Hier habe ich mich nicht so viel umgeguckt, weil hier so viele Gegner waren und ich sterben wollte. Damit gehen auch diese Viecher wunderbar tot. Echt? Das war doch hier, oder nicht? Scheint nichts zu sein. Komisch. Okay. Gucken wir. Ah, hier war das. Genau. Am besten töte ich so viele Gegner in kürzester Zeit, wie es geht, damit ich nicht zu viele Leben habe. Scheint aber auch nicht hier gewesen zu sein. Wo ist dieser Magier? Ach, da ist er. So. Ich kann mich nur vage dran erinnern, wie es hier aussah. Boah. Verbündeter voraus. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Zeit für Hinterhalt. Ist hier irgendwas? Ja, Splinfisch. Ah, wen haben wir denn hier? Wer ist das denn? Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? Eine Puppe. This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back. Bitte im Unterricht ins... How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer. With plenty to show, however. What champion demands service without recompense? Clearly you're not that sort of man. So you will make me a promise. That in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbic, of an unkindled one. I shall... We will learn together. It shall be like our very... Okay, dann weiß ich jetzt, wofür die Folianten da sind, aber... Ich schätze mal, er ist im Feuerbannschrein. Habe ich ja noch was ganz Nettes entdeckt. Kann alles kaputt machen, was er sich hier angesammelt hat. Bücher fliegen lassen. So, was haben wir denn hier noch so? Hm. Was haben wir denn auf der Treppe liegen?
So. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Aua. Blöd. Fahrt ist vorbei, aber hier kann ich nicht ausloggen. Ich werde die jetzt noch umbringen. Oder sie bringen mich um. Mir doch egal. Vielleicht weiß ich doch nicht, wo ich bin. Mir kommt das doch alles ein bisschen spanisch vor hier. Dass hier viele Gegner sind, sagt mir gar nichts. Die gibt es ziemlich häufig. Au, au, ich bin tot. Boah, die Stelle suche ich am besten nochmal auf. Auf den ersten Blick sagt die mir wirklich nichts. Auf jeden Fall war es das dann für meinen Part heute. Wir sehen uns dann zum nächsten Part. Bis morgen dann. Ciao.